Sechsmal pro Woche, mein verrückter Trainingsplan erklärt. Ramon Limacher. Let's go. Ich bin wirklich gespannt, warum nicht nachmachen. Und jetzt gehen wir so ein bisschen wirklich Einheit für Einheit durch. Was ist hier der Fokus? Wie beeinflusst das die nächste Einheit? Also so ein richtiger Nerd-Talk. Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Dann ist da jetzt aber nicht hier 8 Minuten reden. Okay, ein paar Studien und so weiter sehe ich schon da im Hintergrund. So, wir gucken. So, let's go. Ja, in letzter Zeit kamen viele Trainingsvideos. Und unter diesen Trainingsvideos waren einige Kommentare, die so ein bisschen mein Training in Frage gestellt haben, die ja, nicht ganz verstanden haben, wie die Sessions aufgebaut sind. Das frage ich mich bei den Evo-Jungs auch immer, wie die da trainieren. Und ja, gesagt haben, das Ganze sieht ein bisschen speziell aus. Und da stimme ich natürlich auf der einen Seite zu und dementsprechend möchte ich mal den ganzen Plan mit euch anschauen. Denn wo ich das erste Mal die... Also Freunde, falls ihr keinen Trainingsplan habt, ja, und euch umsonst einen holen wollt, dann macht jetzt schon mal hier die Screenshots gleich oder holt einen Stift und Papier raus. Da könnt ihr auf jeden Fall mal euch einen kostenlosen Plan abholen. Wobei, bitte nicht nachmachen, ne, steht da. Und ich schwör's euch, seht ihr diesen Pickel hier? Wisst ihr, wovon der kommt? Weil ich zu viele Videos von Thunfisch gucke, Alter. Ich schwör's euch, Katastrophe, der Typ. Das steckt an, diese Pickel von dem. Die einzelnen Einheiten gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, sieht wirklich komisch aus. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal wirklich im... Jobanevrot, was ist das denn? ...Detail an, wie das aufgebaut ist, denn es ist ein sehr tiefes Programming, das in sich schlüssig ist. Jede einzelne Einheit sieht vielleicht manchmal speziell aus oder man fragt sich, warum macht man das jetzt dementsprechend... Also, der Chat ist im Hintergrund, aber ihr habt nichts verpasst, das war so schnell gescrollt. Schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich denke, die Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt ja sehen können, in welchem Kontext das Programming steht, ist zu wissen, was ist eigentlich das Ziel davon. Und das Ziel ist ganz klar, wir wollen hier meine Schultern verbessern mit diesem Plan, also die Side Delts und auch die Rear Delts, also die seitliche und hintere Schulter priorisieren. Oh, aber echt fleischiges Paket von hinten, ne? Sehr geil. Dann die Arme, nicht mehr ganz so stark, weil die... Oh, auch unten Rücken, tiefe Dichte, auch brutal bei ihm. Extrem gewachsen sind jetzt über das letzte Jahr. Also bei einem, für einen Netty-Look, also dafür, dass der Netty ist, Freunde, das hier unten... Dann die Arme, nicht mehr ganz so stark, weil die einfach extrem... Hier? Digga, da kannst du ja richtig reingreifen, Alter, Wahnsinn, richtig gut. ...gewachsen sind jetzt über das letzte Jahr. Und dann auch die Brust. Gerade nochmal so in der oberen Partie, gerade wenn meine Schultern stärker werden, muss hier natürlich meine Brust auch nachziehen. Und ich habe wirklich das Gefühl, klar, meine Brust ist gut, aber da kann nochmal mehr drauf. Und da haben mein Coach und ich uns darauf ja, geeinigt, dass wir das auch nochmal ein bisschen stärker in die Priorität nehmen. Der Trainingsplan ist folgendermaßen aufgebaut und zwar immer 2 Tage Training, 1 Tag Pause. Für mich hat sich das sehr bewährt. Ich denke... Push arms, legs off. Pull full body, push arms off, legs delts, upper off, repeat. Hä? Hä? Digga, was ist das denn, Junge? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, also das ist wirklich bei aller Liebe. Wir haben ja schon mal so einen komischen Plan von Leonie uns angeguckt. Ist ja... Also ich weiß jetzt, warum bitte nicht nachmachen. Nicht, weil es gefährlich ist, weil es einfach komisch ist, Alter. Weg damit mit so einem komischen Plan. Ich will doch keine haben. Ich würde noch linke und rechte Schulter teilen. Danke dir, La Vida Loca, für den Support, Alter. Seit einem Jahr guckst du. Sehr, sehr geil. Der ist doch besoffen, Kurva. Ey, Freunde, kann ja sein, dass dem das, bei ihm das funktioniert, wenn viele Wege führen nach Rom. Also ich könnte so nicht trainieren. Ja? Es wäre mir tatsächlich ein bisschen umständlich. Es würde mich, ich würde morgens früh aufstehen und müsste immer drauf gucken, was steht. Weil sowas lernst du ja niemals auswendig. Ne? Er hat einfach gewürfelt. Was trainieren wir morgen? Slash, Digga, und dann gucken. Ja, wenn man noch ein bisschen weniger hohe Kraftwerte hat, kann man vielleicht auch mehrere Tage noch in Serie trainieren. Für mich hat sich ausgezahlt, ja, 2 Tage ein Rest-Day. Das passt sehr gut. 3 Tage sind dann für mich oft schon ein bisschen zu viel, weil einfach dann die
ja, die systemische Ermüdung sehr hoch wird. Dementsprechend das für mich wirklich der Way to go. Heißt, wie bei allem hier, und das ist mir extrem wichtig, das ist mein Trainingsplan. Das heißt, seiner nicht nachmachen, Freunde, ich schwöre es euch. Es ist vielleicht nicht optimal für euch, aber es ist in meinem Kontext jetzt mein Plan, der auf mich abgestimmt ist. Also probiert. Boah, ich würde so gern mit Heiko Kalbach auf das Video reagieren, Digga. Boah, aua. Ah, das würde so weh tun. Also nicht für mich, für ihn. Nicht auf euch zu übertragen oder zu kopieren. Es gibt vielleicht Elemente, die ihr übernehmen könnt, aber bitte nicht den ganzen Trainingsplan. Also, wir blenden jetzt hier mal den Trainingsplan ein. Wir beginnen mit Push-Arme. Dann Digga, Wahnsinn. Ihr habt sogar alle Übungen hier drinne. Ihr habt sogar alle Übungen. Ihr könnt jetzt screenshotten, falls ihr Bock drauf habt, ne? Einem Beintag, dann einem... Wartet mal, ich muss mich mal hier einmal alles auf die Seite tun, damit ihr euch das jetzt hier auch vernünftig screenshotten könnt. Wobei, ich würde es nicht screenshotten, Freunde. Das ist wirklich... Macht das nicht. Das ist Käse hier, was der Junge macht, ja. Das ist Käse. Der Wiederholungsbereich, Digga. Stehend, seitheben, 50 bis 100 Wiederholungen, dann 7 bis 11... Digga, wer hat diesen Plan verfasst, Digga? Der war doch wirklich auf 3 Promille, Alter. Stay, dann. Ich wusste gar nicht, dass Onkel Jacek Trainingspläne schreibt. Einem Pull-Ganzkörper, also einem Pull-Full-Body, dann nochmal Push-Arme, ein Rest-Day, dann. Guck mal, der hat's aber auswendig, ne? Der zählt das gerade auswendig aus dem Kopf. Dann. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier, Crank Pump Pro, kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also, Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Beine und Schultern. Und dann Oberkörper. Und jetzt schauen wir uns mal das Ganze an, wie da die einzelnen Einheiten eigentlich zusammenhängen. Wir beginnen mit der Priorisierung. Wo finden wir das Ganze jetzt? Bruder, Brosep ist nichts dagegen, was der Junge hier trainiert. Das ist irre. Da ist Brosep noch entspannt mit seinem Mayo-Rap. Im Trainingsplan, dass wir jetzt überhaupt die Rear Delts priorisieren. Und zwar in zwei Arten. Erstens mal in der Aufteilung. Und zwar, wir haben das jetzt in 3 Einheiten auf 9 Tage drin. Also ziemlich viel, bedeutet, die Frequenz ist hier hoch. Wir haben das Ganze am ersten Beintag bei Leg. Aus welcher Kneipe hat er den Plan? Geil, Alter. Richtig geil, Mann. Eins, dort Rear Delts. Wir beginnen damit. Digga, lass doch mal den Plan irgendwo. Ich muss den die ganze Zeit verschieben. Mann, Ramon, Alter, hör doch mal auf. Bruder, vertrau mir. Dann haben wir das Ganze bei Push and Arms, also Push Arms 2, nochmals die Rear Delts drin. Das ist dort auch die dritte Übung. Also wieder sehr hohe Priorität. Und dann den Oberkörpertag beginnen wir nochmals mit Rear Delts. Also ihr seht hier wirklich, Rear Delts eine extrem hohe Priorität hier in diesem Trainingsplan. Und jetzt gehen wir so ein bisschen wirklich Einheit für Einheit durch. Was ist hier der Fokus? Wie beeinflusst das die nächste Einheit? Also so ein richtiger Nerd-Talk. Wir gehen jetzt Push 1. Oh, da haben Gott. Wir wirklich, also die erste Einheit. Dort ist hier... Master Speedy 15, danke dir fürs Abo, Alter. Hier wirklich die Upper Chest. Wir wollen dort... Ich muss mich konzentrieren, ne, Freunde. Ich schwör's euch, ich hab voll den Lacher hängen, Alter. Ich bin schon am Heulen hier schon wieder. Guck mal meine Augen. Aus welcher Kneipe? Bruder, vertrau mir, Plan. Obere Brust fokussieren und die Arme. Wir haben dort auch 2... Bruder, bitte geht doch einfach trainieren, bitte. ...Bewegungen drin für die obere Brust und priorisieren das dort wirklich sehr stark. Und der Grund dafür, man wird sich jetzt fragen, warum ist hier dort nicht noch eine... Warum? Das fragen wir uns alle, warum. ...Bewegung drin für den unteren Anteil der Brust. Der Grund dafür, wir haben einen Tag, einen Rest-Day und dann einen Tag danach oder einen Tag davor ist der Oberkörpertag. Das sieht man, wenn man das Split nochmal... Und schon wieder, ich lasse jetzt einfach. Ist scheißegal, ich glaube, niemand will den Plan screenshot. Da ist Oberkörper und dort trainieren wir schon Bankdrücken und da haben wir natürlich wieder einen sehr großen Anteil des unteren Teils der Brust nochmals drin. Dementsprechend darum ist das der Fall, dass dort nicht mehr... Oder wenn der aussehen würde, ne? Kein Hate gegen ihn, ich finde ihn sympathisch, ist ein cooler Dude, so, ne? Der macht so seine Sachen, aber wenn der diesen Plan zeigt und aussehen würde wie... Keine Ahnung, Digga, Hadi Chopin oder irgendein brutaler Athlet, weil der ist ja jetzt,
der ist ja kein unfassbar kranker Typ. So, der ist so in der Form aktuell einfach so ein sehr, sehr guter Netti, aber jetzt auch nichts. Ist jetzt kein Front oder so, ist jetzt keine Wuchtmacht, wo man sagt, wow, fuck, Digga, der ist ja unfassbar krank. Wisst ihr, was ich meine? So. Also er hat denselben Coach wie Kai oder was? Wie Kai Gedanius? Der Coach hat Ahnung, aber Digga, das ist der Plan. Bruder, aus welcher Kneipe der den geholt hat, ich weiß auch nicht. Brustvolumen drin ist. Das ist also nicht komisch, sondern das ist aus einem Grund und aus einem bestimmten Fall so. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Trainingstag. Das ist ein Bein. Chill, der ist noch 21 und netti Profi. Ja, der ist gut. So meinte ich das nicht. Bitte nicht falsch verstehen, der ist gut. Aber der, egal, der ist gut und der Plan ist scheiße. Tag. Dort, wie gesagt, beginnen wir mit den Rear Delts, um denen noch ein bisschen mehr Priorität zu geben. Dann Beintag, ganz normal, ganz klassisch. Dort haben wir aber kein Hamstring drin, weil dann ein Tag Pause ist und dann schon die nächste Einheit. Und wo wir die Hamstrings trainieren, Beine bei mir allgemein sehr tiefes Volumen. Dann geht's weiter mit dem Pull-Full-Body-Tag. Heißt also... Pull-Full-Body, Alter, was zur Hölle? Pull-Ganzkörper, dort haben wir... Erste Übung, SLDL, Bruder, was? ISDN-Curls oder was? Eine Deadlift-Variation drin, also ein Stiff-Leg-Deadlift. Ach so, okay. Da trainieren wir nochmals die Hamstrings und eine Beinbeuge. Was macht sein Coach beruflich? Variation, also wirklich Hamstring drin und der Rücken. Dort haben wir auch ein bisschen mehr Bias in die Richtung des oberen Rückens, also Traps und Rhomboiden. Mit den Low Row Shrugs, dieses Training habe ich euch auch schon zweimal, glaube ich, gezeigt. In der nächsten Session bei Push und Arme, ihr hört es schon im Namen, sind die Arme wieder drin. Bedeutet, im Pull-Full-Body, weil das eine sehr intensive Einheit ist, mit Deadlifts und sehr intensiven Übungen, haben wir keine Arme drin und schieben das auf den nächsten Tag, weil wir dort nur zwei... Also ganz ehrlich, Freunde, da verstehe ich wirklich den Grund, warum... Das ist der Grund, dieser junge Mann hier ist der Grund, warum die Jugend animiert wird zum Stopfen und zum Fünfer-Split. 100% ist das, diese Bande hier. Diese Jungs hier, Kai Gitar und der, das sind die Jungs, die gar keinen Bock mehr haben auf Training und genau dann anfangen mit einem 5er-Split und 500 Testo die Woche. 100%, Alter. Nicht die Stoffer, das sind die Naturalathleten, Digga. Zwei Push-Bewegungen drin haben, übrigens dort wieder mehr der untere Anteil und mittlere, also die Sternalenfaser der Brust werden dort beansprucht. Ja, haben wir dort dann auch die Arme drin. Somit nehmen wir ein bisschen Arbeit weg vom Pull-Tag und ein bisschen mehr in den Push-Tag, dass die Sessions ausgeglichener sind. Korrekt. Die Brustübungen dieser Session sind Dips, also hier Trizeps und Brust drin und Incline oder Schrägbank drücken mit dem Kurzhanteln. Dann gibt es wieder einen Pausetag und da beginnen wir mit der Beineinheit wieder mit der Schulter. Dieses Mal mit der seitlichen Schulter. Hier wieder der Grund dafür, ich habe anschließend einen Oberkörpertag. Ein Oberkörpertag ist hat sehr viel Übungen natürlich, weil der Oberkörper extrem viele Muskeln hat. Dementsprechend ziehen wir hier die seitliche Schulter einen Tag vor, haben dann am Oberkörpertag ein bisschen weniger wieder Side-Delt-Work oder seitliche Schulterarbeit drin. Und dann kommt schon der Oberkörpertag und das ist dann die letzte Einheit. Dort haben wir ein bisschen mehr Fokus auf den Rücken und ein bisschen weniger. Wisst ihr, das für ein Über. Das ist Dönerspieß. Dönerspieß-Curls, Digga. Kindchen oder Kalb? Stef. Und das ist dann die letzte Einheit. Dort haben wir ein bisschen mehr Fokus auf den Rücken und ein bisschen weniger auf die Brust. Die Brust ist ja mit drei Sessions auf 9 Tage drin und nicht mit 2. Dementsprechend auch pro Einheit ein bisschen weniger Volumen. Aber für den Rücken haben wir dort wirklich 3 ausgiebige Übungen drin. Und das ist auch wirklich der intensivste Trainingstag der Woche für mich, weil dort wirklich viele Übungen drin sind. Für Push haben wir dort auch zum Beispiel Bankdrücken drin, was eine sehr intensive Übung ist. Natürlich werden wir am Ende des Tages... Er fängt Beintraining mit Schulter an. Klar, wenn ich Wohnung putze, baue ich auch erstmal einen Schreibtisch. Ey, Junge, ihr seid bescheuert. Mein Vater, der Coach ist 100% Pferdeflüsterer. Ich frage es erst sehen, ob der Trainingsplan wirklich Resultate kreiert, wenn ich den ein halbes Jahr, ein Jahr lang gemacht habe und wenn ich das nächste Mal verstehe. Weil ich finde es wirklich sehr schwer einzuschätzen, wie viel dann wirklich gegangen ist, bis man wieder on stage ist. Da sieht man wirklich die Veränderungen.
Ja, und am Ende sehen die tatsächlich brutal aus, die Jungs, ne? Ich verstehe das nicht, ohne Witz. Irgendwas machen wir doch alle falsch. Die erzeugt wurden wirklich in der Optik, weil Zahlen sind das eine, aber die Optik ist dann immer noch was anderes. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, dass das gut kommen wird und freue mich auch extrem jetzt noch diese letzte. Boah, wenn der Plan nicht aufgeht, ne? Ich würde den Coach für diese Komplikation, der Coach hat dem Jungen das Leben schwer gemacht. Wenn der Plan nicht aufgeht, Alter, dann würde ich ihm auf jeden Fall irgendwie einen Auftragsmörder vorbeischicken, Alter. Was der Junge sich jetzt hier gerade für einen Stress antut in seinem Leben mit dem Plan. Da glaubt ihr gar nicht. Unglaublich, Alter. Zeit in der Offseason zu verbringen, bevor es dann heißt, ja, Wettkampf. Komplizierter als Michael Scofields Gefängnisausbruchsplan. Und an dieser Stelle nochmal eine kurze kleine Werbung im eigenen Sinne. Und zwar für Team Trimbrain, falls du auch dein Training, deine Ernährung aufs nächste Level bringen möchtest, falls du auch wirklich einen Trainingsplan haben möchtest, der durchdacht ist, der tief ist, ja, und du einfach jemanden an deiner Hand haben möchtest, der objektiv auf die Dinge schaut, der diese Last auch ein bisschen abnimmt. Ja, wenn du vielleicht auch zu viele Informationen hast, die nicht so gut einschätzen oder einordnen kannst und ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, dann... Junge, den Wald vor lauter Bäumen sieht man nicht bei deinem Trainingsplan, Alter. Da hilft dir eine App auch nicht mehr weiter. Melde dich doch bei uns im Coaching, einfach Bewerbungsformular. Ach, Coaching, okay. Sorry. Abchecken in der Bio. Und ja, somit war es das mit dem heutigen Video. Mein Trainingsplan, mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen mehr Nerd-Talk, wenn wir das so sagen wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder richtig, richtig Bodybuilding-Videos gibt. Digga, wenn es richtig, richtig kompliziert wird, Alter. Richtige Trainingsvideos und schwere Gewichte bewegt werden. Puh, Digga, Alter. Wahnsinn. Das ist wirklich der reinste Wahnsinn, ja? Was der da auf die Beine gestellt hat mit seinem Trainingsplan. Also, Freunde, wenn ihr wirklich Bock habt auf komplizierte Scheiße mit Erfolgsgarantie, bewirbt euch auf jeden Fall bei ihm im Coaching, ja? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf ESN.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.